Hi Leute! Ich weiß, es ist ein sehr merkwürdiger Start für eines unserer Videos, aber es gibt einen Grund dafür. Das Video wird anfangen wie ein ganz normaler Reisevlog von uns. Da sind wir auf unserem eigenen Grundstück. Das gehört uns, da dürfen wir auch machen, was wir wollen. Nur als Disclaimer vorweg, das wird nachher noch wichtig. Und ab einem bestimmten Punkt in dem Video geht einfach alles nur noch den Berg runter. Das Video kommt deshalb auch in zwei Teilen, einfach nur, weil ein Teil zu lang wäre. Das wäre dann ungefähr eine Dreiviertelstunde lang. Und ganz ehrlich, das guckt sich einfach keiner an. Der nächste Part kommt dann auch nächsten Sonntag. Dann müsst ihr nicht so lange drauf warten. Dann lassen wir euch keine 2 Wochen drauf warten, keine Sorge. Einfach nur aus dem Grund, weil das halt sonst zu lang werden würde, haben wir gesagt, splitten wir es in zwei Teile auf. Wir werden euch dann leider mit einem Cliffhanger verlassen, aber wie gesagt, nächsten Sonntag kommt dann die Auflösung, ob wir es dann geschafft haben oder nicht. Und ja, dann würde ich sagen, roll the clip. Fuck. Scheiße. Heilige Scheiße. Fuck, ey. Scheiße, ey. Nicht schieben! Willst du sterben? Soll ich sterben? Nimm deinen Arsch aus meinem Gesicht. Danke. Sehr freundlich. Vielleicht sind es auch die Axtkiller. Hier sind die Axtkiller. So, ich hoffe, ihr habt keine Motion Sickness bekommen von dem, was wir da vorgeschaltet haben. Das war heute Nacht, als David und Jackie tatsächlich angekommen sind. Wir haben nämlich Besuch von Stofffaktor, David und Jackie. Und wir campen jetzt hier heute, beziehungsweise die nächsten 3 Tage hier auf unserem Grundstück und haben uns jetzt hier gerade eine kleine Wagenburg aufgebaut. Die zeigen wir euch mal kurz. Wie ihr seht und wie ihr es auch wahrscheinlich hört, es windet. Deswegen haben wir jetzt auch das erste Mal an der Alucap-Markise dieses Stormkit, also diese Abspannseile und so weiter hingemacht. Ich höre gerade aus dem Off, ich muss lauter sprechen. Nee, ich hoffe, man hört mich trotzdem. Ich mich auch. So, im Hintergrund könnt ihr unser Klozelt erkennen, das ist jetzt umgezogen. Schatz? Ja, was? Nee, nicht wichtig. Das kennen wir gut. Sehr, ne? So, noch wir machen mal eben ein Video. Wir haben uns dagegen entschieden, das innen drin aufzubauen. Klar haben wir dafür jetzt den Spot und alles ausgesägt, aber ja, wir wollten einfach nicht den Geruch drin haben, wenn es auch anders geht. So, diese Spuren hier sind nur vom Runterfahren. Das heißt, das wird noch ganz schön lustig, hier wieder hochzufahren. Wir hoffen jetzt einfach, dass es die nächsten 2 Tage nicht regnet und das Ganze ein bisschen trocknet, dass wir hier wieder hochkommen und nicht hier matsch stecken bleiben. Und schuld daran ist dieser Teich. Weil immer wenn es so viel regnet, dann läuft der voll, läuft über und überflutet hier unten alles. Und dann ist alles nass und matschig. Und tatsächlich ab hier, dann weiter hoch, ist eigentlich nie Probleme, auch wenn es relativ steil ist, aber es geht eigentlich wirklich gut. Es ist nur immer hier dieses Zwischenstück, hier auch mit den Wurzeln. Und dann hier wirklich mit dem Morast, ist immer ein bisschen spannend. Schaut mal, was mir Jackie für einen unglaublich schönen Strauß mitgebracht hat. Oh, ich bin verliebt. Also ich liebe ja unseren Ranger, unseren DKW wirklich. Und mit dem Alucap Canopy Camper sieht es auch einfach geil aus. Aber wir müssen jetzt auch einfach mal sagen, diese Kombination von Stofffaktor hat halt auch echt was. I'll stay.
Da haben die Jungs jetzt aus einer alten Wurzel einen neuen Windschutz gebastelt, weil der Pizzakarton doch ein bisschen zu riskant war. So, für den Stockbrotteig brauchen wir lauwarmes Wasser. Das ist unser Weg, lauwarmes Wasser zu machen. Ja, es ginge einfacher. Aber wir machen es trotzdem so. Na, mal gucken, wie lange das braucht, bis es lauwarm ist. 5, 4, 3, 2. Ja, das ist lauwarm. Soll ich mal reinfassen? Nee, ich glaube lieber nicht. Ich würde sogar sagen, ich lasse es kurz in der Luft abkühlen. Ja, es dampft schon. Ich dachte, ich bin sneaky. Keine Fotos. Für später. Lass stecken hier, ich für später auf. Damit es nicht immer nur heißt, ich würde hier nur was essen. Doch, das können wir. Und wenn ich es digital nachvertone. Wir haben gestern noch ziemlich lang am Lagerfeuer gefeiert und sind dann irgendwann ins Bett hier hoch, haben vorher die Standheizung schön angemacht. Die läuft jetzt gerade auch kurz im Hintergrund, einfach dass hier drin noch mal ein bisschen wärmer wird. Die Nacht über hatten wir sie aus und es hat die ganze Nacht über immer mal wieder geregnet. Deswegen, ich zeige euch jetzt mal, guck gleich mal mit euch kurz raus. So, und jetzt kommt gerade die Sonne raus. Sieht richtig, wie es hier zu dampfen anfängt auf den Zelten. So, und durch das, dass es heute Nacht wieder die ganze Zeit geregnet hat, ist hier natürlich jetzt wieder alles matschig. Das heißt, es wird wieder umso schwieriger, hier hochzufahren. So, heute probieren wir mal was aus. Haben wir von David und Jackie geschenkt bekommen und jetzt probieren wir mal Porridge. In meinem Fall Blueberry Joghurt und Izzy nimmt
White Chocolate und Strawberry. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Und das ist schon unser Frühstückstisch, nur dass niemand für eine Sekunde denkt, es wäre irgendwie ordentlich aufgeräumt oder Instagrammable bei uns. Nicht wahr, Schatz? Nee, das ist bei uns nicht. Aber dafür ist bei uns echt. Und das ist das Chaos unter der Markise. So, entschuldige dich heute nicht. Auch nicht besonders Instagrammable aus, aber so ist nun mal. Und gestern haben wir alle gesagt, ja, gestern war so tolles Wetter und dann haben wir nur pro forma die ganzen Sachen unter die Markise geräumt, weil wir eh dachten, ja, es regnet ja nicht. Mhm, klar, die ganze Nacht ist durchgepisst. Und was wir euch gestern gezeigt haben, dieser steile Berg, den wir alle hoch müssen. Tja, ich zeige euch den jetzt mal. Tja, matschig ist es immer noch, jetzt sogar noch mehr. Und zusätzlich haben wir jetzt auch noch Pfützen. Yay! Danke, liebes Wetter. Richtig toll. Da ist noch eine Pfütze. Deshalb haben wir gesagt, versuchen wir es gleich heute, weil wir müssen am Morgen alle weg. Aber morgen früh um 6 oder 7 wollen wir nicht morgens hier diesen blöden Berg hoch und dann vielleicht abrutschen und keine Ahnung, was anderes versuchen müssen. Deshalb machen wir es heute im Laufe des Tages. Also naja, drückt uns jetzt schon mal die Daumen, ne? Aber erst gibt's jetzt Frühstück. So, nochmal 10 Minuten später. Es pisst. Und wir sind jetzt unter der Inbring. Oder Shadow On, wie sie heißt. Und es pisst. Ich hab keinen Bock. So, unsere Markise dampft. Die Sonne ist wieder da. Und es raucht wieder alles. Ich habe 4 Lagen Klamotten an, weil es kalt ist. Und jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt ist mir wieder instant zu warm. Dieses Wetter macht mich fertig. Ja, wir haben April. Nee, eigentlich haben wir Mai, aber der Mai denkt, er wäre April. Furchtbar. Seht ihr das? Ja, wir versuchen jetzt gerade das ganze Dornengestrüpp, das wir umgemacht haben, hinzulegen, weil, naja, irgendwie ein bisschen Grip brauchen wir, ne? So, Aufbruchsstimmung. Und falls jetzt irgendjemand denkt, wir hätten hier irgendwie aufgeräumt oder so, nope. Wir haben alles einfach nur hier hinten unter die Bäume gestellt, um da hochzukommen, um möglichst wenig Gewicht zu haben. Ja, es betet für uns, dass wir das halbwegs hinkriegen. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie wir da die Stöcke hingelegt haben. Es wird jetzt spannend. Fuck. Scheiße. Nochmal ganz zurück rüber. Ja, und nochmal mit ein bisschen mehr Schwung. Es hagelt. Wir kommen nie wieder nach Hause, ey. So,
So, kleines Update. Die Männer haben sich jetzt, also Marvin hat sich festgefahren beim Versuch wieder zurückzufahren, weil wenn ihr da oben sehen könnt, welche tiefen Furchen er da reingezogen hat, ja, das hat nicht funktioniert. Und ja, jetzt hat er sich beim Rückwärtsfahren festgefahren. Sandblech haben nichts gebracht, Schotter hat nichts gebracht. Jetzt müssen David und Chucky uns abschleppen, dass wir wenigstens überhaupt wieder da rauskommen. Wie wir hochkommen? Keine Ahnung. Wenigstens einer hat gute Laune. 12 Sekunden später. Ja scheiße, der kann nicht weiter. Sonst kommt da wieder nicht mehr raus. Stopp, Alter, da fällt noch die Gasflasche um. Ein paar Sekunden später. Da kommst du jetzt nicht mehr weg. Ein paar Sekunden später. Heilige Scheiße. Wenn ihr jetzt eins von diesen Seilen fatzt, dann streikt euer Auto im See. Ja, ganz klein im Hintergrund könnt ihr sehen, wir haben jetzt Davids Auto, wenn ich von der Bremse gehen kann, sonst rutscht in den Teich. Auf dem Nachbargrundstück festgebunden an dem Baum. So, da ist nicht viel passiert, abgesehen davon, dass wir jetzt noch ein Seil um den anderen Baum rumgebunden haben, damit der arme David von der Bremse runtergehen kann. Wir standen jetzt gerade eine Stunde lang auf der Bremse, damit das Auto nicht weiter nach hinten rutscht. Und jetzt hält das Seil wenigstens das Auto so. Wir haben es in allen möglichen Gruppen nach Hilfe gefragt, hier Dachzeltnomaden und alles Mögliche. Es kommt wohl jemand, der eine Seilwinde hat und hilft. Bauern kennen wir hier im Moment auch gerade keine, die uns hier helfen könnten. Fuck, ey. Ja, damit ihr die Misere auch von der anderen Seite noch seht. Scheiße, ey. Ja, jetzt haben wir den Salat. Jetzt? Vorher, nachher, ha? Eine Ewigkeit später. Da bewegt sich jetzt stückweise das Auto ein bisschen nach vorne. Aber gut, Defender sieht Navara und Ranger raus.